Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind wieder mal im Wald und spielen The Forest. Mittlerweile Tag 24. Wir haben Hunger. Habe ich noch was dabei? Dann grillen wir uns doch nochmal schnell was. So, Licht an. Ist ja dunkel. Dann bin ich wohl letzte Nacht zu früh. Also ich habe nochmal einen Holzfällertag gemacht, ne? Und weil der Tag-Nachtrhythmus im Arsch war. Und ich bin, glaube ich, gestern zu früh ins Bett gegangen. Eigentlich war die Sonne schon fast untergegangen. Na egal. Diesen Turm haben wir fertig gebaut. Dann dachte ich mir, was könnte ich denn noch bauen? Dann haben wir hier unten nochmal ein großes Beet. Ein ganz großes Beet. Erst dachte ich, dass ich da nochmal Mauern hinbaue. Aber dann habe ich ja wieder das Problem, dass ich ja von dem Turm ja auch dann auf die Viecher nicht treffen schießen kann. Warum dachte ich mir, baue ich das? Wo mir gerade einfällt, hätte ich da jetzt eine Linie gebaut. Dann hätte ich da nochmal einen Turm bauen können. Ich lasse es erstmal so. Da baue ich noch eine Falle. Eine zweite, haben wir noch Seil. Wir haben noch ein Seil übrig. Ich glaube, in dem. Oh, das Essen. Nicht, dass das schlecht noch verbrennt. Gott sei Dank. Können wir das Seil hier irgendwie aufheben? Ja, das Seil können wir nicht aufheben, so ein Scheiß. Ja, dann hatte ich zu viele Stöcke. Dann habe ich sie hier nochmal so ein zweites Aufbewahrungslager gebaut. Und jetzt brauche ich aber für die Falle wieder Stöcke. 18 Stück. Wie sieht es mit Tuch aus? 36, aber da kann man ja nie genug haben. Vielleicht nochmal ins feindliche Lager? Mann, geht der Mond schnell runter. Ich glaube, wir gehen einfach nochmal in die Höhle. Dann zum feindlichen Lager. Da sind ja immer viele Stöcker, die ich abbauen kann. Dann nehmen wir auch die Tücher nochmal mit. Und dann würde mich interessieren, ob in der Höhle die beiden Jungs, die wir letztes Mal gekillt haben, habe ich noch Knochen dabei? Ich habe noch Knochen dabei. Die beiden Herren, die wir da unten begrüßt haben, unsere quasi Nachbarn, ob die nochmal spawnen, das würde mich auch nochmal interessieren. Also wir wissen ja, außen gibt es Patrouillen, die kommen immer wieder. Es kann auch sein, dass das halt so ist, damit das Spiel halt nicht langweilig wird. Ne? Das außerhalb. Wie das in den Höhlen aussieht, das weiß ich wiederum gesagt nicht, ob die nochmal spawnen. Würde mich brennend interessieren. Da wir ja eh schon zum Lager müssen, Stöcker sammeln. Wie gesagt, da gibt es die durch die, ihre Totems oder was das da sind, gibt es halt die besten. Die beste Möglichkeit irgendwie. Ach komm, wir gehen trotzdem los. Ah, ihr seht ja nichts. Machen wir mal Lichtlein an. Ach komm. In der Höhle sehen sie uns ja eh. Ach nee. Trinken, trinken. Immer die einfachsten Sachen vergesse ich. Mann, 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 Mann. Und das Kaninchen hat irgendwie auch nicht gereicht. Haben wir noch was anderes zu essen da? Eigentlich hätte ich genug Hunger für einen Vogel, aber hier ist gerade keiner. Upsala. Winken. Könnte auch mal wieder regnen. Ach komm. Was soll der Geiz? Einmal hierher mit der Echse. Hauen wir nochmal auf den Ofen. Auf den Ofen, auf dem Lagerfeuer. Ah, können wir schnabulieren. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? So, jetzt haben wir genug getrunken. Genug gefuttert. Ah, Mond verschwindet langsam. Aber wir können nur zwei Seile nehmen, drei Seile nehmen, ne? Drei waren, glaube ich, noch unten. Oh, hier sind aber auch schon viele Stöcker. Aber mittlerweile haben wir ja Gott sei Dank einen Stocksack. Jetzt wären wir ja quasi gleich voll. Sonne geht auf.
Wo bin ich hingelaufen? Ah, wir gehen in die richtige Richtung. Ich glaube, jetzt kann ich das Licht wieder auslassen machen und ihr müsstet jetzt auch wieder besser sehen. Die kann ich nicht mitnehmen. Was ist das hier? Chiyuki. Mhm. Ich bin gleich mit Stöcker voll. Kann man sich irgendwie Marker bauen oder muss man das irgendwie später in so einer Karte eintragen? Habe ich nicht gesehen. Ich stehe auch rum. Ich hatte mal irgendwie mal ein Video dazu früher gesehen. Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Ich glaube, die kommen da nicht nach, oder? Da hat jemand irgendwie das, was die auch machen, die Kannibalen so Totems bauen. Aber irgendwie ist das bei mir nicht drin. Haben die das wieder rausgenommen? Oder wahrscheinlich nur in der deutschen Version wieder rausgenommen? In der deutschen darf ja nichts Brutales drin sein. Obwohl das Spiel ab 18 ist bestimmt, aber... Also ich denke mal, bei der Brutalität sollte es ab 18 sein. Naja. Ah, das bin ich. Gott sei Dank. Wie gesagt, in der einen Höhlenecke, da war ja noch dieses komische Vieh. Mit den Armen auf dem Kopf, dieses Mutantenvieh. Der Armselige. So, aber wir hören noch kein Geschrei, kein Gejammer. Das heißt, die Kannibalen in den Höhlen spawnen nicht mehr. Oder spawnen nach einer Zeit. X, die hätte ich doch aufgesammelt, oder? Die Seile spawnen wieder? Also hier vorne die Seile hatte ich doch eingesammelt gehabt. Hinten waren noch drei, die ich nicht eingesammelt habe. Hier ist auch wieder ein Seil. Da auch. Also mich soll es jetzt nicht stören, okay. Ich habe jetzt wieder genug Seile. Vier Stück kann man maximal mitnehmen. Eins hatte ich ja noch. Aber ist gut zu wissen. Wenn man Seile braucht, ab hier runter. Und hier war nichts drin. Ne? Das waren ja die Beschisskisten. Ach ja, die Töpfe wieder. Die wollen mich doch nur verarschen, die Töpfe. Oh, Benzin gibt es ja auch. Wieder. Krass. Geld spawnt hier wieder. Das ist gut zu wissen. Eine Armbanduhr hat es aber nicht. Och, doch, kriegt sie auch wieder. Das ist gut. Ich weiß nicht, wo man zu das braucht. Aber für die Seile ist das praktisch. Und dann schiebt hier wieder irgendwer was rum. Ja, drei Seile noch. Gut. Gibt es einen Seilsack? Ah ne, doch, ist schon richtig. Kombinieren. Speertasche, Wärmeanzug, interessiert mich nicht. Speertasche brauchen wir. Sieht aus wie Wildschwein oder sowas. Habe ich nicht. Was haben wir noch? Ein Köcher. Oh, wir haben keinen Köcher. Habe ich drei Hasenfell? 1, 2, 3.
Ja, ein Köcher. Mensch. Coole Sache. Was? Bewahrt zusätzliche Pfeile auf. Das habe ich erwartet. Super. Was können wir noch mit den Kaninchenfällen machen? Stiefel. Kleiner Steinbeutel. Machen wir auch. Jupp, entfernen. Und Stiefel brauchen wir 3. Zack. Okay. Dann habe ich mein Hasenfell so gut wie aufgebraucht. Wärmeanzug brauchen wir, Wildschwein und was anderes, was ich nicht identifizieren kann. Ganz links. Reh, Wildschwein, Hase und ganz links, keine Ahnung. Krokodil? Hm. Gut. Was ist das, ein Outfit? Oh. Ah ja, wir sind noch in der Höhle. Nicht, dass jetzt spawne, ich bin so irre. So. Nehmen wir die 3 gleich wieder mit. Dann danke euch, Nachbarn. Ist auch noch eins. War vollzählig. Können oben die Falle bauen. Oh, hier sind auch 4 Tücher drin. Ah. Mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Also hier komme ich euch gern besuchen. Dieser tolle Nachbarn. Ich danke euch. Oh, so einen Kopf kann ich auch hier gebrauchen. Ich danke euch, Nachbarn. Ich gehe jetzt aber wieder, ne? Ich besuche dich nächstes Mal, armseliger du. Dann würde mich auch mal interessieren. Ich habe ja, ich spiele eigentlich mit Headset, ne? Und, ach, ich muss mich mal kurz ausruhen. Und, Mathilde spielt gerade mit Boxen, aber die sind nicht so laut eingestellt. Gerade Civilization hat wahrscheinlich irgendwie Arabien? Nee, doch. Die Musik ist einfach nur so arabisch angehaucht oder so. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass ihr die Musik hört. Hätte ich jetzt ein größeres freies Mikrofon, würden zwar vielleicht meine, würde meine Stimme vielleicht besser rüberkommen, aber dann würde ich auch die ganzen Nebengeräusche hören. Und da wir leider nur ein Zimmer haben, wo wir halt unsere Rechner zusammenstehen, werde ich mir wahrscheinlich auch erstmal kein größeres Mikrofon anschaffen. Und ihr könnt froh sein, dass ihr nicht die Katze hört. Nein, du kannst dich weiter sauber machen. Ich habe nichts gesagt. Weil die will ja auch viel Aufmerksamkeit, viel Liebe. Scheiße, ich habe den Namen. Man darf den Namen nicht erwähnen und man darf auch nicht das andere Wort sagen. Weil dann fühlt es Madame sich angesprochen. Ach ne, sie geht auf den Kratzbaum. Wunderbar. So. Ja, also. Mission complete, sage ich mal. Seile. Ach, Stöcker brauchen wir ja noch. Ich glaube, da waren wir noch nicht voll. Und snacken wir noch eine Runde. Yam, 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 yam. Und wir müssen mehr Höhlen finden. Definitiv mehr Höhlen. Oh, geh doch mal weg. Und hier vielleicht auch immer was neu. Ab und zu lag hier eine Dose. Ah ne, scheiße. Da ich mich mit Dreck einbesudelt. Verdammt. Und war halt noch mehr getarnt. Ne, aber hier spawnt nichts. Oh doch, hier spawnt. Oh, das ist gut. Medikamente habe ich mich von außersehen eingesammelt. Und wieder Seile gespawnt. Super. Einen Tennisball brauchen wir nicht. Wenn jemand zuguckt, der das Spiel auch spielt. Der Rucksack, man hat hier so 1, 2, also die Nummern 1, 2, 3, 4, kannst du ja mal zeigen, sind ja hier dank dem Rucksack irgendwie zugewiesen.
Mir passiert es häufiger, dass ich irgendwie einen Alkohol oder eine 2 oder 3 klicke, obwohl ich eigentlich die 4 haben möchte. So, jetzt trinke ich dann, oder vorhin ist mir passiert, dass ich dann halt Medizin genommen habe. Also, wenn jemand weiß, ob man das umstellen kann, wird es zum Kombinieren. Vielleicht einfach einen Rucksack packen? Hä? Mal. Kann das irgendwie kombinieren, ja? Ja! Ich hab's hingekriegt! Cool! Wusste ich gar nicht. Scheiße. Dann nehmen wir auch hier, warte. Zack, und dann machen wir da mal Alkohol weg. Den Speer. Und dann würde ich sagen, nehmen wir dich nochmal und packen den Knüppel, auch wenn ich ihn nicht brauche, auf die 2. Perfekt! Super, danke. Jetzt weiß ich selber. Doch noch irgendwie hingekriegt. Ey, ich habe da schon ein, zwei Mal geguckt. Da war ich so nah am Ziel. So. Ich bin irgendwie heute unvorsichtig, wenn ich das hier so sehe. Stöcker, Stöcker, Stöcker. Stehen hier einfach offen im Lager, stehen vor einer Höhle. Oh, jetzt ist das auch voll. Was haben wir hier? Schädel brauchen wir nicht. Einfach nur zur Vollständigkeit. Tja, das war's. Ah, es funktioniert wunderbar. 3. Und mein Lieblingsspeer. Muah. Ist da Wasser? Cool. Sieht doch cool aus. Neues, was? Neues Tier entdeckt, ja, irgendein Fischi wahrscheinlich. Schade, ich dachte, das wäre vielleicht ein Eingang zu irgendeiner Höhle. War hier nicht irgendwo das Boot? Nee, das war doch woanders. Ich brauche unbedingt eine Map, ey. Ach, schau mal an. Schau mal an. Also hier ist auch. Ah, ich habe keine Map. Ah. Hier ist auch eine Höhle. Runtergehen oder nicht runtergehen? Ach komm, wir gehen runter, wenn wir schon mal hier sind. Eine Höhle ohne Kannibalen wäre ganz nett. Scheint tiefer zu gehen und ich kann nicht so richtig tief gucken und ich finde es auch doof, dass ich vom Seil nicht mit dem Bogen nach unten schießen kann. Warte mal, können wir kombinieren? Mir fällt gerade was ein, eine Fackel. Ich kann doch bestimmt eine Fackel bauen. Was könnte man für eine Fackel gebrauchen? Alkohol, Tuch und... Oh, ist das schön hell. Da oben. Alkohol, Tuch und ein Stock. Dann hätten wir noch quasi eine Fackel. Ausruhen, ausruhen, ausruhen. Also, solange wir noch kein Gestöhne hören, ist alles gut. Rennt hier was? Pink. Wasserhöhle.
Okay, von hinten kann keiner kommen, weil hier ist überall Mauer. Warte mal kurz. Ich habe gesagt, ein Stock, ein Tuch. Was kriegen wir da raus? Gibt's eine Fackel? Handgemachte Axt. Ist keine Fackel? Bescheuertes Spiel. Warum gibt's denn keine Fackel? Das mache ich bestimmt nicht. Was ist das? Toll. Ein Schlagstock oder was? Ein verbesserter Stock. Wow. Ich habe einen verbesserten Stock. Uhu. Kann ich hier jetzt mit Alkohol kombinieren? Noch eine Flasche. Das vielleicht. Was ist denn Baumharz? Wow. So ein Scheiß. Was war das? Oh, falsche Waffe. Ich sehe gerade diesen Koffer. Tuch liegt hier einfach so rum. Ach, die Koffer sind ja schon offen. Ah ja, wir suchen unseren Sohn. Das habe ich ja schon komplett vergessen. Was ist das? Ah! Wir haben noch einen Kopf. Ich habe doch mal einen Kopf gehabt. Das war aber, glaube ich, ein anderes Spiel. Und wir haben Bilder gefunden. Oh, Junge, Lärmerzeichen, ey. Das geht gar nicht. Sieht aus wie so ein Einklässler oder so. Was muss ich meinem Sohn denn noch beibringen? Cool. Und hier ist ein Seil. Ah, das ist auf jeden Fall nicht unser Sohn. Dafür sind die Beine zu lang. Was da hinten? Ah, das ist so ein Typ mit Arm auf dem Kopf, Mann. Was ist das? Das hat ja keine Arme, das ist ja irgendwie... Ey, irgendwie muss man doch die Viecher besiegen können. Ach, scheiß auf Kleidung. Wissen, dass ich da bin, kann das sein? Da fehlen, glaube ich, nee, einer fehlt. Okay. Zu spät. Tschüsseli! Kommt der nach? Komm nach. Nur Angst vor den anderen Großen. Ja, und wenn alle drei auf einmal kommen. Ach, das mache ich mir. Das hebe ich mir auf. Wir wissen, wo sie wohnen. Und wir wissen, wie wir schnell in Sicherheit kommen. Indem ich einfach dann auf diese Höhlenebene wieder hochkletter. Wir haben Brandpfeile. Vielleicht ist das einfach die effektivste Waffe, die wir haben. Brandpfeile gegen irgendwelche Viecher. Das heißt, wir brauchen mehr Alkohol, um mehr Brandpfeile zu produzieren und dann vielleicht dieses große Vieh zu killen. In der anderen Höhle war es nämlich so, das ist dann so eine L-Form gewesen. Wir kamen in der Mitte quasi und konnten nur nach rechts und nach links. Und das Problem, was ich da sehe, ist, wenn dieses komische, wenn der Armselige uns sieht, dieses
komische Vieh mit den Armen auf dem Kopf da. Dann können wir ja nur quasi nur, haben wir nur einen Punkt und hier können wir quasi, na, haben wir hier eigentlich auch nur einen Punkt, aber ich fühle mich hier irgendwie sicherer. Weil ich ja einfach dann nur auf diese eine Ebene dann hochklettern oder runterklettern muss und bin dann weg. Und der andere ist uns ja auch gerade nicht gefolgt. Der einfache Kannibale, von dem ich eigentlich erwartet hätte, dass er jetzt da einfach runterspringt oder uns folgt. So, also ich finde hier sehe ich einfach einen Vorteil. Haben wir zwar vier einen Mutanten und vier Kannibale, aber das geht. Das geht. Das müsste gehen. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Hier in der Ecke sind gerne Kannibalen, die einfach mal rumstreuen. Oder hier ihre Patrouillengänge, Wege machen. Und die möchte ich jetzt nicht sehen. Weil, wo war denn dieses Scheißboot? Ich brauch so unbedingt diese Karte. Schon wieder Hunger. Ich müsste mal echt mal Fleisch mitnehmen. Also zum unterwegs zu futtern. Einfach mal ein Karnickel oder eine Echse für unterwegs. Aber das mit dem Waffenwechsel, das gefällt mir richtig gut. Ah ne, wir sind voll. Du brauchst keinen Ast. Und wir haben Bilder gefunden, ne? Von unserem Sohnemann. Der einfach schlecht zeichnen kann. Ich brauch doch. Was sagt die Sonne? Sonne sagt Zenit. So, Pfeile 1 und 2. Ach, die waren noch gar nicht fertig. Braucht nur noch Stöcker. Tada! So, kann ich hier noch was reinbuttern? Boah! Zielt man noch was, rennt's weg. Wo sind die Äxte hin auf einmal? Jagen bin ich irgendwie nicht der Geilste. Die Kaninchenfleisch können wir auch wieder gebrauchen. Wir haben ja gerade irgendwie alles aufgebraucht quasi. Zur nächsten Fall. Ja, hoppelt noch weiter. Scheiße. Lauf nicht weg, Waran. Ich will dir nichts Böses. Ich hab doch nur ein, zwei Pfeile, die ich dir sonst wo hinstecken möchte. Das sind jetzt zwei Warane. Der müsste tot sein. Da ist keiner. Scheiße, der zweite Pfeil ist weg. Das Kaninchen ärgert mich hier. Triss mich nicht, triss mich nicht. Okay, der war auch nicht tot. Fuck dir, ich habe überhaupt nichts getroffen. Ich dachte, die wären tot. Ah. Ich bin ein hungriger Heinrich. Die Tiere lachen mich aus. Ich gehe. So. Also ich würde jetzt hier noch ein bisschen rumgammeln. Mit dem heutigen Tag. Und ich glaube morgen. Ach doch, legen wir uns morgen mit den Viechern an.
Guck mal, wir haben noch eine. Wir haben noch eine Flasche Alkohol. Ah ja, wir haben ja damit was verschwendet. Ups. Kombinieren. Kombinieren, kombinieren, kombinieren. Nee, geht nicht. Jetzt vielleicht? Okay. Geh weg. Oh, viele Pfeile. Gibt's das Essen noch nicht fertig hier, Mensch? Ich hab Bärenhunger. Brat doch mal hin. Jetzt endlich. Na. So, ist ein Satz. Und wenn ich dann morgen oder am nächsten Tag auf Wanderschaft gehe, wäre es natürlich auch ein Vorteil, wenn man noch ein bisschen mehr Fleisch hat für unterwegs. So. Ach ne, eins ist das, muss ich nochmal lernen. Drei ist der Bogen und die Sonne geht langsam unter. Komm ich hier raus? Ach, Gott sei Dank. Bleib doch mal stehen, Kaninchen. So kann ich dich doch gar nicht erschießen. Oh, hey. Jetzt ziel ich. Jetzt rennt das Vieh weg. Hilft schleichen? Bei Seven Days to Die hilft das auch nur bedingt, habe ich das Gefühl. Also zumindest gegen Tiere. Das kommt davon, wenn du mich ärgern willst, Kaninchen. Nimm das, Mutter Natur. Das ist mein kleiner Hase. Guckt ihn euch schön an. Hat er nicht schöne Augen? Na, kleiner Hasi? Oh, Kaninchen! Können wir mit dir noch andere Tiere jagen? Nimm das! Ach, es wird schon dunkel. Schildkröte. Oh, ein Schuss! Nee, der lebt noch. Dann muss man mal kurz warten, wenn man den einmal getroffen hat. Einfach nochmal ein bisschen warten, dann guckt er gleich wieder raus. Ah, ich muss gleich schlafen gehen. Schlafen gehen. Aber den nehme ich noch mit. Jo, danke. Zack, fertig und los. Ja, weil wie gesagt, ich habe jetzt nur ein bisschen Fleisch. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge nochmal eine kleine Rundtour. Ah, nee, gar nicht. Wir gehen in die Höhle rein und legen uns mal mit den Viechern an. Das machen wir. Wir legen uns mit den Viechern an, wenn ich die Höhle nochmal finde, aber ich weiß ungefähr, wo die war. Weil, wenn ich jetzt irgendwie ein, zwei Tage was anderes mache, dann habe ich das schon wieder vergessen. Das machen wir. Wir legen uns mit den Nachbarn an. Bam. Nachbarschaftsstreit hier. XXL, wie bei RTL oder so. Und dann, ja. Gut, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks habt, ab in die Kommentare. Wie kann ich ein Totem bauen? Würde mich mal interessieren. Das ging definitiv. Ich habe es bei jemandem mal gesehen. Oder habe ich es übersehen? Schädellampe. Nein. Schädeldekoration. Ja, sowas gab es auch. Aber so ein Totem. Irgendwie fehlt das. Oh, wir können mal Bilderrahmen bauen. Wir haben ja das für Fell. Kaninchenfell. Machen wir auch nächste Folge. SOS können wir auch bauen. Gut, ich beende erstmal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.